Welcome back to Undertale! Oh. Wir sind im Haus von Toriel, welche letztens auf unsere Frage, wie wir wieder nach Hause kommen, schlagartig geflüchtet ist. Im Tutorial begegnen wir einem Charakter namens Toriel. Ja. Wir haben das Haus uns schon komplett angeschaut. You wish to know how you to return home, do you not? Ahead of us lies the end of the ruins. A one-way exit to the rest of the underground. I am going to destroy it. No one will ever be able to leave again. Now be a good child and go upstairs. Nö. Ich wollte gerade sagen, bist du ein good child? Every human that falls down here meets the same fate. I have seen it again and again. They come. They leave. They die. You naive child, if you leave the ruins, they, Asgore, will kill you. I am only protecting you, do you understand? Go to your room. Do not try to stop me. This is your final warning. Mir doch egal. You want to leave so badly? You are just like the others. There is only one solution to this. Prove yourself. Kämpfe ich tatsächlich gegen sie. Habe ich ja richtig geraten, oder? Prove to me you are strong enough to survive. Ja gut, aber du hast ja gesagt, dass du denkst, dass sie evil ist. Aber du kämpfst ja sozusagen gegen sie. Toriel blocks the way. Endboss fight. Tutorial. Talken wir sie mal. You couldn't think of any conversation topics. Boss Battle! Toriel looks through you. Deck 80, Defense 80. Knows best for you. Ansonsten, das ist ein Lied, das müsstest du auch im RPG gerade schon kennen. Das ist Hard 8, das kommt nur ab und an. Toriel is acting aloof. Was ist aloof? Gute Frage. Prepares a magical attack. Ja. Wollen wir sie mal davon abhalten? You try to think of something to say again, but... Ich bin nicht Game Over. Wirklich? Na, 3 KW habe ich noch. Ja, aber hast du gesehen, wie viel Schaden du gerade genommen hast von den Dingern? 1. Ja. Was war das? Das ist der super Top Vitality. Das Beste, was du im Spiel hast. Den Ding anfressen aber auch nicht. Ja, schon. Aber wenn du quasi ein Item verwendest, vergeht keine Zeit, was das auszurollen. Danke, den hab ich rausgefunden. Okay. Also quasi, du musst reden, damit dieser Counter, wie lange du brauchst, um die Dinger auszustrollen, weitergeht. Wenn du Items benutzt, geht er nicht weiter. Okay, ironically talking does not seem to be the solution to this situation. Jeder Kampf in diesem Spiel läuft so ab, dass ich diesen Dingern ausweichen muss. Das ist im Prinzip alle Angriffe von Gegnern, ja. Die variieren dann später, es gibt dann später noch andere Arten von Angriffen. Die sind dann quasi nicht mehr nur weiß, die sind dann anderen farbig. Weil werde ich dann mal Game Over gehen, weil ich werde nicht jetzt versuchen nicht zu kämpfen, ich werde alles mögliche probieren, machen wir nochmal talken. Okay. Ja. Aber das kommt wahrscheinlich jetzt immer, oder? Dann versuch mal Game Over zu gehen, ja. Versuch mal, anscheinend wird das nicht funktionieren. Ah. Wahrscheinlich ist das Kampf, den man verlieren muss, oder? Sie hat doch gesagt, sie möchte nicht, dass du in die Welt hinausgehst, weil du ja sonst sterben würdest. Warum soll sie sich jetzt töten? Versuch mal in die Flammen reinzurennen. Jetzt, wo du noch 2 KP hast. Merkst du was? Ich muss sie jetzt angreifen. Die treffe ich aber noch. What are you doing? Die treffe ich noch, die Flamme hier. Da kann man nicht treffen wahrscheinlich, oder? Richtig, das ist der Moment zu sagen, du kannst nicht Game Over gehen in diesem Kampf. Weil sie dich ja nicht töten möchte. Sie will dich ja beschützen. Mein Glück, dass sie schon alle wirklich Hilfe verballert haben. Du bist ja das arme Kind. Sie will ja nur das Beste für dich. Darum quasi, sobald du halb tot bist, also 2 KP, 1 KP und so einer Drehe, weichen die anderen wieder aus. Das heißt, es gibt Kämpfe, wo man nicht kämpfen muss. Hier muss man immer kämpfen, oder? Oder du sagst, es gibt ja Bereiche, wo man Kämpfe ausweichen kann.
Oder erzählt das, wenn ich sie jetzt kurz vorm Tod, wenn ich Mercy mache, erzählt das dann auch als nicht gekämpft? Oder wenn ich sie einmal angreife, erzählt das schon als gekämpft? Nein, also kämpfen ist das, also stand ja auch da, entweder du musst so lange mit den Leuten reden, bis sie nicht mehr Lust haben, gegen dich zu kämpfen, oder manchmal ist auch, wenn du sie ein bisschen angreifst, haben sie auch keine Lust mehr, gegen dich zu kämpfen. Es zählt quasi, ob du sie tötest oder nicht. Okay. Später. Im Prinzip das, wo was anderes kam, war halt bei Mercy oder beim Angriff, das ist jetzt nochmal weiter mit dem Sinn. Take or run away. Man könnte auch wegrennen. Könntest du. Aber du willst ja nicht. Ist dein Kampf mal neu oder soll ich mal probieren? Ich hab's noch nicht. Ich hab keine Ahnung. I'm out of here. That is right. Go upstairs. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand von dem Kampf weggerannt ist. Already. What will it take for you to learn your lesson? Okay, das passiert. Aber dafür fängt sie direkt an, wenn sie greift dich nicht mehr an. Also quasi, du hast jetzt die Option, entweder du machst so lange Fight, bis sie halt tot ist, oder du machst so lange Mercy, bis sie einsieht. Und dann machen wir jetzt mal ein paar Kämpfe, indem ich jetzt ein paar Death-Stücke auch mal die Seite treffe und gucken, ob ich da trotzdem treffe. Jetzt mache ich mehr Schaden als vorher. Erstaunlich. Kann man auch daneben schlagen, indem man jetzt ganz am Anfang trifft? Oder macht man einfach nur wenig Schaden? Ich glaube, du kannst daneben hauen, wenn du es zu früh machst und zu spät. Okay. Das hat jetzt geklappt. Na gut, wenn ich zu spät mache, greift ja gar nicht an. Das haben wir ja schon mal gegen einen Gegner raus. Ja, also genau, wenn du es durchlaufen lässt, ist auf jeden Fall die Attacke bis. Zu und testen. Wow. Super, das reicht noch, okay. Wow. Wahrscheinlich, weil vielleicht, weil Tutorial kam, ist, weiß ich nicht. Okay, never mind. Ich dachte auch, wenn du zu früh oder so machst, dann geht der Tag auch daneben. Lass mal durchlaufen. Genau, das ist ein bisschen. Oder ein bisschen was testen ist ja, wenn ich eh nicht verlieren kann, geht der Kampf halt 2 Minuten länger, aber wir wissen zumindest ungefähr. Vielleicht ist das auch, weil es ein Tutorial-Kampf ist, dass wir sie jetzt mal treffen. Oder es liegt daran. Das kann auch sein. Okay, ich treffe euch. Aber es ist wahrscheinlich unmöglich, oder? Oder ja, also es ist nicht gewollt, dass du sterben kannst in diesem Kampf. Es gibt... Wow! Critical Hit, oder? Look. You are stronger than I thought. Listen to me, small one. If you go beyond this door, keep walking as far as you can. Even eventually you will reach an exit. Asgore, do not let Asgore take your soul. His plan cannot be allowed to succeed. Dot 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 dot. Be good, won't you, my child? Wow, du hast Toriel getötet. Ja. Yeah. Gerade wo ich sagen wollte, es gibt eigentlich nur 3 Arten, wie dieser Kampf enden kann, sehe ich die 4. Art, nämlich du hast zufällig einen Quit gemacht, der sie getötet hat, bevor ihre Cutscene kam mit, okay, ich lass dich durch. Jetzt gehen wir mal speichern. Man kann sie da. Achso, ich dachte, sie stirbt immer. Nein, also eigentlich sozusagen, wenn du sie angreifst, bis sie halb tot ist, dann sagt sie, okay, wenn du so überzeugt davon bist, voranzugehen, lass ich dich durch. Oder halt, du machst so lange Mercy, 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 bis sie sagt, warum willst du nicht einsehen, dass, na gut, vielleicht du bist anders als die anderen, weil du halt nicht kämpfst, vielleicht hast du eine Chance, ich lass dich durch. Ich wusste nicht, dass du so nach Motto im Quit machen kannst und sie auf einmal auch skippen kannst. Bin auf einmal auch Level 5. Ja, weil du übelst viel Erfahrung von ihr bekommen hast, weil sie halt mega stark ist. Und wenn man sie nicht bekündet, dann hat man keine Erfahrung bekommen. Genau. Also wenn du nie Kämpfe machst, bleibst du bei immer Level 1. But Nobody Came ist der Text für, wie du dir schon denken kannst, da ist niemand mehr. Die Treppen müssen wir runter. Oder gibt es noch was im Haus jetzt? Nein. Gut. Dann sparen wir uns jetzt 5 Minuten, als wenn ich hier nochmal alles abgrase. Holy shit, du hast Toriel getötet. Wäre sie im Spiel nochmal wiedergekommen sonst?
Ja. Ich weiß echt nicht, auf welchem Barometer, wie weit wir prozentual auf dem Barometer uns aktuell befinden, weshalb ich nicht mal wirklich endlich sagen kann, ob ja oder nein. Ist egal, weil solange du nicht vergisst, dass der Charakter Toriel mal existiert hat, ist eigentlich okay, dann ist es bald gut. Das muss ich mir merken. Also, es wurde noch ein paar Mal so nach Motto gesagt, da kennt noch jemand Toriel. So in die Richtung. Flower von vorhin. I hope you like your choice. After all, it's not as if you can go back and change fate. In this world, it's kill or be killed. That old hag thought she could break the rules. She tried so hard to save you humans. But when it came down to it... she couldn't even save herself! What an idiot! Sagt er das auch, wenn Toriel nicht gestorben ist? Nein, das ist jetzt der Dialog, weil du Toriel getötet hast. Das ist dieser Escor, oder? Nein, das ist Flowey the Flower. Jetzt ist das Tutorial vorbei. Mrs. Tutorial ist gestorben bei Toby Fox. Alternativ auch bei Toriel, weil er auch weg ist. There's a camera hidden in the bushes. Also das ist wieder wie Bücherregale. Wenn es an der einen Stelle der Text kommt, kommt dann die der anderen Stelle von dem Objekt auch. Kommen bestimmt Zufallskämpfe. Müsste es ja durch den Kampf mit Toriel topfit sein, durch das Level Up. The tough looking branch. It's too heavy to pick up. Aber scheinbar kann man es, indem man drauf tritt, zerbrechen lassen. Bin ich drauf getreten? Nein. Bin ich vorbeigelaufen, oder? Ja. Nee, ist kaputt gegangen. Ja, richtig. Aber du bist nicht drauf getreten. Ich dachte, da war was. Vielleicht war da ja auch was. Ist das so ein Horror-Genre-Spiel hier? Nein. Aber du sollst natürlich ein bisschen Angst kriegen in dieser Szene. Also da war wirklich was, ich dachte, ich habe ja. Ach, ich dachte, das irgendwie eine Reflexion bei dem Bauch. Nein, da war wirklich was. Wenn Grübel da wieder die Grafik nicht hinkriegt. Human. Don't you know how to greet a new pale? Turn around and shake my hand. Cushion in the hand trick. It's always funny. Anyways, you're human, right? That's hilarious. I'm Sans. Sans the skeleton. I'm actually supposed to be on watch for humans right now. But, you know, I don't really care about capturing anybody. Know my brother, Papyrus. He's a human hunting fanatic. Hey, actually, I think that's him over there. I have an idea. Go through this gate thingy. Yeah, go right through. My bro made the bars too wide to stop anyone. Also das waren Furzkissen. Quick, behind that conveniently shaped lamp. Also diese unglaublich passend geformte Lampe, die genau deine Form hat. Sup, bro? You know what's up, brother? It's been 8 days and you still haven't. Das Team kenne ich auch. Ja, das ist Papyrus. Recalibrated your puzzles. You just hang around outside your station. What are you even doing? Staring at this lamp. It's really cool. Do you wanna look? No, I don't have time for that. What if a human comes through here? I want to be ready. I will be the one. I must be the one. I will capture a human! Then I, the great Papyrus, will get all the things I truly deserve. Respect, recognition. I will finally be able to join the Royal Guard.
people will ask to be my friend. I will bathe in a shower of kisses every morning. Maybe this lamp will help you. Sans! You are not helping, you lazy bones! All you do is sit and boondoggle. You get lazier and lazier every day. Hey, take it easy. I've gotten a ton of work done today. A skeleton. Sans! Oh my... Come on, you're smiling. I am and I hate it. Why does someone as great as me have to do so much just to get some recognition? Wow, sounds like you're really working yourself. Down to the bone. I will attend to my puzzles. As for your work, put a little more backbone into it. Okay, you can come out now. Das sind eigentlich die beiden besten Charaktere im Spiel. Kämpfen wir mit dir noch oder kämpfen wir immer nur mit uns? Achso, so, ja, nein, du bist der einzige Charakter, du hast nie eine Party, es ist immer nur Harald. Ja, oder get going, he might come back, and if he does, you'll have to sit through more of my hilarious jokes. It's some sort of checkpoint or sentry station, but there are bottles of ketchup, mustard and relish sitting inside. Achso, ich dachte, von der anderen Seite gibt's aber auch nichts, nee, mehr. Leider nicht, das ist halt wirklich dieses, wie gesagt, die Greifung, wo du es ansprichst. Wir denken, das war. Ist hier was versteckt? Nee. Sagt er das gleich selber nochmal? Gleich mal gucken. What the hold up? Look, there's nothing to be afraid of. It's just a dark cavern filled with skeletons and horrible monsters. Well. Okay. Jetzt wiederholt er sich. Aber stimmt, ja, warum habe ich einfach so leichtgläubig gesagt, nee, er sagt das Gleiche. Erzähl erstmal deinen Satz hin. Er sagt das Gleiche, wenn es das Spiel ist, was darauf ausgelegt ist, dass nie irgendwas gleich ist. Actually, hey. Hey to brother, yeah, but you can do me a favor? I was thinking. My brother's been kind of down lately. He's never seen a human before, and seeing you might just make his day. Don't worry, he's not dangerous. Even if he tries to be. Thanks a million. I'll be up ahead. Kann ich die Lampe eigentlich nochmal ansprechen? Just a conveniently shaped lamp. Yeah, a safe point. The convenience of that lamp still fills you with determination. Das bedeutet immer, dass ich geheilt wurde auch, oder? Ja. Also Speicherpunkte eigentlich auch immer drauf wird. This is a box. You can put an item inside or take an item out. The same box will appear later, so don't worry about coming back. Sincere Box Lava. Im Endeffekt können wir hier mehr Items lagern, indem wir die... Genau, das ist quasi jetzt der PC bei Pokémon. Du kannst hier was ablegen und wenn du später wieder eine Box siehst, ist dasselbe Zeug da auch drin. Den Stick lege ich jetzt mal weg, einfach mal so, um zu gucken, was passiert. So. Und du hast gesehen, das war aus dem Tough Glove drin. Hab ich genommen, die rüste ich jetzt mal aus. Na gut, jetzt davor bin ich first, mal gucken, ob es besser ist. Ich meine, es wird wahrscheinlich besser sein, aber es hätte auch sein können, dass es nicht besser ist. Ach, was hatte ich vorher? Toy Knife. Drei dahinter, ich weiß nicht, wo. Was bedeutet die drei dahinter? Das ist eine gute Frage, weil ich hätte eigentlich erwartet, dass jetzt dadurch nur noch sechs dasteht. Toy Glove, Weapon Attack, Fire Bomb. Ja gut, aber es ein Messer hat bloß drei gehabt, also würde ich sagen, dass du dich mit den Dingern ausrüstest. Huh. Achso, nein, du hast Attack 8 und deine Wache gibt dir noch, in Klammern, 5 dazu. Okay. Snowdrake Gladders Force. This teen comedian fights to keep a captive audience. Better not snow flake out. Snowdrake is smiling at its back joke. Laugh. You laugh at Snowdrake's pun. See? Laughs. That was wrong. Snowdrake is pleased with its cool joke. Und jetzt hat er den Namen gelb, also könntest du jetzt mehr aus ihm machen. Spare. You won! 12 Gold, 0 Erfahrung. Lass mal da
lang. Wie geil das immer so dieses ist. Hm, da könnte es weitergehen. Lass erstmal woanders hin. The fishing rod affixed to the ground. Reel it in. Klar. It's all attached to the end is a photo of a weird looking monster. Call me, here's my number. You decide not to call. Photo of a weird looking monster. Gar nicht die Auswahl gestellt, ob wir wirklich anrufen wollen. Nee. Aber du kannst später noch von allen anderen wichtigen Charakteren im Prinzip die Telefonnummern bekommen. Die kannst dann auch alle noch anrufen. Du hast gesagt, mit Zufallskämpfen ist das so, je mehr wir machen, desto weniger kommen pro Gebiet. Oder je seltener kommen sie. Eigentlich ja. Und ich meine, in diesem Gebiet hier waren es 15 oder 20, die es insgesamt nur sind. Your head looks so naked. Kämpfen wir mal. Press that. Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Snow, no. Achso, weil das ist eine neue Waffe und immer je nachdem, was für eine Waffe du hast, ändert sich ein bisschen der Kampfrhythmus. Also es ist nicht mehr nur sozusagen zustechen, sondern jetzt musst du quasi erst mit dem Bereich auswählen. Was, Set ist A bei mir? Set ist bei dir bestätigt, ja. A. Hoffe ich zumindest. Also hast Love, my head. Compliment. You're in the form ice cap and it has a great head. Duh, who doesn't know? Ja, der Angriff, okay. Snowing dandruff. Ignore. You managed to tear your eyes away from Ice Cap's head. It looks annoyed. What? What are you doing? Ice Cap is secretly checking if you're looking at its head. Deal. Okay, gut, habe ich noch nie gemacht. Ich habe dann noch ein zweites Mal ignoriert und danach stellt er sozusagen fest. I tried to steal Ice Cap's head. But it's not weakened enough. Help! Fashion Police! Guck mal, das wusste ich nicht mal, dass man das klauen könnte. Guck mal, wenn du das nächste Mal angreifst, ob du mehrmals Z drücken kannst. Oder ob das nur einmal ist. Ha, also sozusagen, weil du jetzt mit einer Faust kämpfst, sozusagen, desto öfter du A drückst, desto mehr Schläge machst du, vermutlich soll das heißen. Und dann machen wir mal Stopp. Na eben, weißt, wenn der nächste Savepoint kommt. Ist ja Wahnsinn. Ja, ne, dann 20 Minuten von gehen schnell rum, ja. Na klar, dann auf jeden Fall hier Stopp. Beim nächsten Mal gucken wir mal, was uns beim nächsten Mal erwartet. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr, aber ist doch wahr. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.